out today at the reception. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, you might find. To get my fair share of abuse, singing words gonna vent our frustration. If we don't, we're gonna blow a 50-amp fuse. Sing it to me. You can't always get what you want. You can't always get what you want. Just my fun. You get what you need. Oh, baby, yeah. Oh. Ja, es ist zwar kein Sommerwetter, was wir in diesen Tagen auf der Nordseeinsel Rümmel erleben, aber immerhin die Temperaturen liegen zwischen 18 und 20 Grad. Wir haben trotz Regen auch immer wieder Wind und ein bisschen freien Strand, um Strandsegeln zu betreiben. Und das reicht uns vollkommen aus und gefällt uns saugut. Und die frische Nordseeluft tut uns gut, tut den Hunden gut. Das Leben ist schön. Oh,
shadows passing. It is now 1831, and as always, I am absorbed with a delicate thought. It is how poetry has indefinite sensations, to which end music is an essential, since the comprehension of sweet sound is our most indefinite conception. Music, when combined with a pleasurable idea, is poetry. Music without the idea is simply music. Without music or an intriguing idea, color becomes pallor. Man becomes carcass. Home becomes catacomb. And the dead are but for a moment motionless. Ja, wie man sieht, sehe ich ziemlich eingesaut aus. Und daraus kann man schließen, dass ich heute nicht nur Strandsegeln betrieben habe als Windsport, sondern wenn das Wattenmeer oder hier der Südstrand von Römö nass ist oder ein leichter Wasserfilm draufsteht, dann kann man da natürlich auch Strandsegeln betreiben. Und das nennt sich dann Nasswattsegeln. Und dann sieht man aus wie, ja, wie so, wie ich jetzt aussehe. Ziemlich eingesifft, ziemlich nass, ziemlich versandet, ziemlich versalzen. Aber eins kann ich sagen, ich hatte einen geilen Nachmittag. Samira und ist noch draußen mit Freund aus dem Wohnmobil neben uns, mit Freund Waldemar, dessen Lebensgefährtin sich die ganze Zeit im Wohnmobil befindet, ja, weil sie ihre Ruhe wünscht. Aber wir haben wilde Ritte gemacht und haben es tatsächlich geschafft, bis zur Wasserlinie, bis zur Meereskante vorzudringen und am Horizont die Vogelinsel zu umrunden. Und dann sieht man eben jetzt so aus, wie ich aussehe. Und ich bin auch nass bis auf die Unterhose. Aber da ich sowas immer weiß, habe ich gar keine Unterhose an, sondern mein ziemlich verschimmelter grau-grüner Jogginganzug, der hat jetzt allmählich seine Dienste getan auf diesem Trip. Und ich muss ihn mal wechseln gegen ein anderes Kleidungsstück.